brauche ein verdammtes Flugzeug! Okay.
yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, lieber Vater, bitte verzeih mir, dass ich dir lange nicht geschrieben habe, aber ich bin wieder im Einsatz. Fast 8 Monate liegt der Angriff der Japaner auf Pearl zurück und wir haben uns noch nicht davon erholt. Ich hatte nach dem Angriff 30 Tage Fronturlaub und danach eine 90-tägige Spezialausbildung. Ich bin jetzt im 2. Raider-Bataillon. Mein Vorgesetzter heißt Carlson. Diese Jungs gelten als Elite. Ich bin sehr stolz, dass ich einer von ihnen bin. Viele der Jungs sagen, dass es nach unserem Sieg bei Midway an der Zeit ist, den Spieß umzudrehen und den Japanern in den Hintern zu treten. Und ich schätze, genau das tun wir jetzt. Wir stürmen eine kleine Insel, auf der sich die Japaner eingenistet haben. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver für eine viel größere Operation. Mehr darf ich dir im Moment leider nicht sagen. Der Major meint, dass wir früher oder später sowieso auf einer anderen Insel landen werden. Aber bis dahin konzentriere ich mich auf meine jetzige Aufgabe. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe bei den Raiders meine alten Freunde aus dem Ausbildungslager wieder getroffen. Sie waren nicht in Pearl, aber auch sie sind durch die Hölle gegangen. In Bataan und vor den ostindischen Inseln. Ich weiß nicht, ob es diese Nachrichten bis nach Haus geschafft haben. Jedenfalls würden dir die Jungs gefallen, Dad. Frank Minoso kommt aus Jersey. Der Typ ist ein Bär von einem Mann. Er erzählt zwar ständig, wie gut er bei den Frauen ankommt, aber wenn jemand ein geborener Anführer ist, dann er. Jimmy Sullivan stammt aus Illinois. Er hat sein Medizinstudium geschmissen, um der Navy beizutreten. Ich glaube, er kommt aus reichem Hause, aber das spielt ja keine Rolle. Und dann ist da noch Willie Gaines. Willie ist ein Sitzriese aus North Carolina. Der Typ wiegt weniger als ein nasses Handtuch. Aber mit dem Gewehr ist er ein Ass. Das sind alles gute Jungs. Ich schreibe dir bald wieder. Alles Liebe. Tom. Optimales Wetter für eine Bootstour, was, Jungs? Hör zu, Kleiner. Das hier ist dein erster Einsatz, also denk dran, was du gelernt hast. Halt die Klappe und pass auf. Was zum Teufel macht eigentlich dieser Anfänger hier? Was habe ich eben gesagt? Der Sarge gibt uns am Strand unsere Befehle. Und jetzt sperrt eure Augen auf und haltet die Klappe. Alles klar bei dir, Tommy? Schön, dich wiederzusehen. Im Eilschritt gehen wir! Okay, Männer. Die Japaner haben einen Ameisenhaufen in einem nahegelegenen Dorf. Wir haben Befehl, sie auszuräuchern. Einer unserer Aufklärer wird das Zielgebiet in Kürze überfliegen. Ich will kein Mucks hören. Verständigt euch mit Handzeichen. Minoso, Sie übernehmen Team Baker. Ich gehe mit Abel. Wir treffen uns am Checkpoint Whiskey. Noch Fragen? Nein, Sir. Gut, und nicht vergessen, richtet möglichst großen Schaden an und geht nicht dabei drauf. Gehen wir.
Team Charlie, verstecken Sie die Boote und sichern Sie den Brückenkopf. Okay, wir rücken in loser Formation vor. Ich gehe voraus. Willy, du hältst uns den Rücken frei. Bleibt in Formation, Jungs, und achtet auf meine Handzeichen. Gehen wir. Hey Sarge, was ist das für ein Ameisenhaufen, den der Captain erwähnt hat? Antennen, eine Funkstation. Und jetzt halt den Mund. Unser Aufklärer, Jungs. Sie sind in den Büschen, holt sie euch! Sarge, Vorsicht! Ja! Aber Schuss, Kumpel! Okay, das war's. Brownback, haben verstanden. Out. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir. Formiert euch, Männer, und dann weiter.